Seit 800 Jahren kämpfen die Assassinen erbittert gegen die Templer. Aber die Frage ist doch, mit welchen Mitteln und Waffen? Fangen wir doch mal chronologisch an bei Assassin's Creed 1. Reisen wir zurück ins 12. Jahrhundert Syrien. Oh mein Gott, seht ihr ihn da? Altair! Nun, mit welchen Waffen hat denn der wohl wichtigste Assassin in der ganzen Reihe gekämpft? Er hat ja schließlich das Credo und die ganze Bruderschaft reformiert. Nun, mit einem Schwert und einer versteckten Klinge. Er hatte aber eine sehr spezielle versteckte Klinge, denn für das Verwenden der Klinge, also für die Ausfahrfunktion, wurde extra der linke Ringfinger amputiert, damit auch irgendwie so dieser Mechanismus da angebastelt werden kann. Das ist schon krass, muss man sich vorstellen, weil allein bei diesem Prozess hätte man früher sterben können. Ich meine, was man sich alles für Krankheiten holen konnte. Außerdem hatte Altair halt noch ein paar Blockmesser und ein Kampfdolch dabei. Und das ist im Prinzip sein ganzer Waffenarsenal. Und jetzt reisen wir wieder ca. 300 Jahre wieder vor. Ja. Bella Italia, Ezio Auditore da Firenze. Schlechtes Italienisch. Es geht gerade wohl um den beliebtesten Assassinen der kompletten Reihe, Ezio Auditore da Firenze. Nicht nur, weil er in den ganzen drei Spielen vertreten ist, sondern auch, weil er tatsächlich eine sehr geile Story mit sich bringt. Er ist in Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations vertreten. Und in jedem der drei Spiele hat er wieder eine neue Waffe. Dank Leonardo da Vinci hat Ezio Auditore so ziemlich die kaltesten Waffen in Assassin's Creed 2. Er ist nun der erste Assassin, der mit zwei versteckten Klingen kämpft. Ich will noch eine zweite. Und Leonardo da Vinci, boah, der sprengt noch die versteckte Klinge. Man kann da Gift reinfüllen und dann irgendwie den Gegner so durch einen Stich vergiften. Er hat dann hier noch so eine ganz kleine Kaliberpistole, womit er dann irgendwie so am Abzug drückt und dann... Ich meine, Leonardo, das Meisterhirn. Außerdem durfte er jetzt ja noch viele Erfindungen von Leonardo da Vinci nutzen, wie zum Beispiel die Flugmaschine oder den Kampfpanzer. Aber da wären wir schon wieder bei Assassin's Creed Brotherhood. In Assassin's Creed Brotherhood darf man nicht nur Leonardo da Vincis Kampfmaschinen steuern, nein, man hat jetzt noch eine fucking Armbrust. Und das war abgesehen von der Schussfunktion der versteckten Klinge die erste gescheite Fernkampfwaffe. Nun, nachdem Ezio seinen Job in Rom getan hat, ging es für ihn später nach Konstantinopel. Da ist er schon etwas älter, etwas erfahrener und dort trifft er auf seine türkischen Brüder, wo er wieder neue Ausrüstung bekommt. Und zwar die Hakenklinge. Und zwar hier ist dann noch ein zusätzlicher Haken befestigt. Dadurch werden Ezios Parkourfähigkeiten um einiges erweitert. Außerdem kann er sich noch ein paar Bomben mixen von Sprengstoff über Betäubung. Alles dabei. So, was kommt nach 2? Richtig, 3. Assassin's Creed 3. Wir befinden uns jetzt in dem Spiel mit meiner Lieblingsstory. Der Indianer-Assassine Connor Kenway alias Ratman Haketon hat nicht nur seine eigenen Indianerwaffen dabei, wie zum Beispiel die Tomahawk oder den Bogen, sondern auch schon modernere Waffen, wie zum Beispiel Steißlos-Pistolen. Ganz recht. Zum ersten Mal in der Assassin's Creed-Reihe kann man auch die Chicken Babies hier verwenden. Was Connors versteckte Klinge betrifft, es besitzt eine Klappmesserfunktion. Das heißt, wenn man sie auswählt, kann er diese Klinge dann so drehen und dann kann es tatsächlich so als gleich verwenden. Wie gesagt, ich kann es mir nicht anstellen. Ne? Und sein Großvater konnte das auch nicht, und zwar Edward Kenway, der Pirat. Was seinen Waffenarsenal besonders macht, ist seine große Anzahl an Pistolen. Ganze 4 Stück hat er dabei und damit zerfetzt er seine Gegner wie nie. Und sein Freund und Begleiter Adewale, der ist ja auch nicht, leichter unterwegs. Mit seiner Donnerbüchse, boah, Alter, nee, also wie viele Gegner er auf einmal wegknallen kann. Ich werde jetzt eigentlich zu Assassin's Creed Rogue kommen. Aber aus Prinzip, weil der Typ kein Assassine mehr ist, dieser Shay Patrick Carmack, scheiße ich ganz ehrlich auf den Typen. Verräter. Umso mehr springen wir wieder in der Zeit vorwärts. Ach du Scheiße, das ist ja... Wir befinden uns jetzt in der Französischen Revolution. Mit Arnaud hat man zum ersten Mal die Möglichkeit, seinen Assassinen individuell zu gestalten. Das bedeutet insofern, dass er von Speer bis zum Säbel über ein Gewehr alles verwenden kann. Aber das sind ja auch nicht wirklich für Arnaud speziellen Waffen. Also, und wo liegt denn jetzt wieder der Unterschied zum anderen Assassinen? Richtig, in der versteckten Klinge. Wir haben uns kurz an Ezio mit seiner Pistole am Armgelenk. Nun, das hat Arnaud jetzt auch, aber in Form einer Klinge. Und zwar die Phantomklinge. Die Phantomklinge ist im Prinzip eine Armbrust, die sich hier aufklappt und dann mehrere kleine versteckte Klingen verschießt. Distanziertes Schleichattentat ist jetzt kein Problem mehr. Puh, durch.
Das war jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung des Waffenarsenals aller Assassinen von Assassin's Creed 1 bis zu Unity. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen mit dem nächsten Assassin's Creed Video.